Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 6. Januar 2019. Heute ist Neumond in Tierkreiszeichen Schütze. Nicht wundern, wenn ich das so sage, es ist die indische Berechnung. Und diese indische Berechnung ist präzis, übereinstimmt, so wie die Astronomen auch berechnen. Und ich gebe ehrlich zu, ich möchte in der Zukunft die westliche Astrologie nicht mehr bedienen. Stehe ich nicht dahinter. Ich werde nur die indische Richtung vermitteln. Selbstverständlich mache ich die Geburtshoroskope nach Wunsch, nach westlicher Astrologie, wenn jemand das möchte, aber überzeugt mich nicht mehr. Neumond. Was bedeutet das überhaupt? Bei einem Neumond trifft Sonne und Mond in selben Tierkreiszeichen und bilden sich eine Art Konjunktion und sie wirken gemeinsam. Bei Neumond ist für uns Mond unsichtbar. Und das bedeutet, Mond hat kein eigenes Licht. Mond empfängt die Licht von der Sonne und reflektiert uns weiter. Wenn sie beide sich treffen, dann kann die Sonne den Mond nicht beleuchten. Mond ist da, aber hat kein Licht, kann nichts reflektieren und für uns ist unsichtbar. Das hat auch eine Bedeutung. Das bedeutet Ruhe, Rückzug, die Licht, diese Energie in unserem Inneren suchen und auch finden. Die Thema zeigt die Tierkreiszeichen, wo sich dieser Neumond befindet. Heute ist das die Schütze. Und Schütze bedeutet Bewegung, Anpassungsfähigkeit, Optimismus, bedeutet auch Reisen, Ausland, Auslandskontakte, aber auch Auto, alles was mit Bewegung etwas zu tun, auch Sport. Die Schütze zeigt in eine Richtung und das ist die Zentrum unserer Galaxie, die Milchstraße und energetisch da liegt unsere Wünsche. Und dieser Mondhaus, wo sich dieser Neumond befindet, heißt Purvashada und gibt uns eine Botschaft. Die unerfüllten Wünsche machen uns unzufrieden. Oft ist das die Ursache, die Erkrankungen. Also wichtig, das heute verinnerlichen, was wünschen wir und das als Ziel setzen. In diesem Bild erscheint die vier Grundelemente. Feuerelement ist die Begeisterung, ist immer aktiv, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Die Erdeelement gibt uns die Sicherheit, Stabilität, die Bodenständigkeit, einen festen Boden unter unseren Füßen. Die Luftelement schenkt uns die Leichtigkeit und vermittelt Worten, hat mit Kommunikation auch etwas zu tun. Und die Wasserelement hier bedeutet unserem Unbewussten, unserem Wünsche, unserem Sehnsüchte, unserem Träume, unserem Gefühlen. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Mond ist auch im Schütze, es ist Neumond. Mars befindet sich im Tierkreiszeichen Fischen, im Wasserelement. Merkur befindet sich auch im Schütze. Jupiter befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion, auch Wasserelement. Venus befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion, auch Wasserelement. Und Saturn befindet sich auch im Schützen.
die Elemente. Die Feuerelement ist betont und die Wasserelement ist betont. Die beiden Mondknoten ist auch sehr wichtig, das zu betrachten. Dazu habe ich kein Bild. Rahu zeigt das Neue, die Richtung, was unsere Seele sucht. Und das ist die Krebsenergie. Und das hat mit unseren Gefühlen etwas zu tun. Das hat mit der Familie etwas zu tun, aber auch ein warmes Nest, dieses Gefühl zu haben, da bin ich zu Hause, da bin ich angekommen. Und viele Seelen suchen den Platz im Leben oder haben die Bedürfnis, Familie zu gründen, diese Familie, Familienleben zum Leben. Das ist Krebsenergie. Ketu zeigt die alten Karma, alten karmischen Erinnerungen. Und das ist im Tierkreiszeichen Steinbock, stärkt die Erdeelement. Was fehlt heute? Das ist die Luftelement und das bedeutet die Leichtigkeit und aufrichtig miteinander kommunizieren. Und dieses Thema können wir beleuchten, stärken, damit wir im Gleichgewicht kommen. Was noch wichtig ist, die Tierkreiszeichen Skorpion befestigt etwas und das ist wichtig, besonders was die Liebe, Partnerschaft betrifft, eine feste Partnerschaft zum Leben. Und dann kommt die Anpassungsfähigkeit von Schütze und Fischen und das bedeutet auch die Bewegung, auch das Neue, uns einlassen, diese Beweglichkeit, aber auch das Bedürfnis nach Struktur, nach Sicherheit, nach Stabilität, etwas bewahren, befestigen. Und das soll im Gleichgewicht kommen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Thema ist Kindheit und das innere Kind. Warum ist es so wichtig, dieses Thema ansprechen? Weil Kindheit, Kindheitserinnerungen haben wir alle. Und es begleitet uns bis zu unserem Lebensende, beeinflusst unserem Leben, unserem Gedanken und unserem Gefühlen. Und hat einen Einfluss auf unsere berufliche Zukunft, aber nicht nur dort, sondern beeinflusst unsere Beziehungen, weil oft wiederholt sich die gleiche Muster, nicht nur bei uns, sondern bei unserem Partner oder bei Männern, bei der Partnerin. Also das sind oft dieselben Muster, was wir erlebt haben in Kindheit. Wir ziehen so ähnlichen Partner an, was der Vaterbild ist oder die männerähnlichen Partnerin, wie die Mutterbild ist. Und das sollte man auch klären, jeder mit sich selbst klären. Und dass wir mehr Verständnis haben, warum oder verstehen wir, warum ist diese Beziehung so, wie das ist, warum läuft es nicht rund, woran liegt die Hund begraben, oft ist das die Kindheit. Und darüber habe ich ein Klärungsvideo gemacht. Ich veröffentliche diese Klärungsvideo nicht. Wenn ihr Interesse daran habt, wirklich ernsthafte Interesse, dann bekommt ihr den Link dazu. Diese Klärungsvideo ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Diese Klärungsvideo ist kostenlos. Dann bekommt ihr den Link dazu, dann schaut euch an, was sagt euch das aus. Und dann bin ich sicher, ihr habt mehr Verständnis an euren Partner oder klärt sich vieles auf. Warum ist die Beziehung so? Und erkennt ihr die Muster
von der Kindheit, entweder an euren Kindheit oder die Kindheit von euren Partner oder Partnerin. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.